Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Our Darker Propose. Ich hoffe, ich habe es sicher ausgesprochen. Das ist so ein Spiel in der Art wie Isaac. Auch von, also auch ein Spiel, was man oben sieht. Man geht durch Räume, sammelt Sachen auf und Upgrades. Zumindest nehme ich es auch an. Ich habe ein bisschen gespielt, die erste Ebene. Habe ich mich umbringen lassen, damit ich wieder von vorne anfangen kann. Das Spiel wurde mir von Fisek auf Steam geschenkt. Über meine Mail. Vielen Dank dafür, deswegen habe ich gedacht, wenn mir das geschenkt wurde, dann kann ich doch auch einfach das Spiel mal spielen. Hier im Menü hat man hier Upgrades, kann man alles freischalten. Sieht ein bisschen echt aus wie in Isaac und da kriegt man hier immer die Geschichte erzählt. Zusammengefasst auf Deutsch, Mr. L war ein Lehrer, der hatte drei Studenten, denen er am meisten vertraut hat. Regan, der war pretty. Gonerli, der war strong. Seht ihr meine Maus? Ich hoffe es doch nicht. Und dann haben wir hier noch Cordy, die war sehr schüchtern und noch niemand hat sie ein Wort sprechen hören. Und eines Tages hat der Lehrer alle Schüler im Raum versammelt und die pretty und starken Schüler haben alle schüchternen und ruhigen Schülern umgebracht. Außer Cordy, die ist, hat überlebt, weil sie irgendwo unter einem Bücherregal oder so lag. Und steht hier noch am Ende, Cordy was alive and she had discovered how to speak. So, okay. In der Schule stimmt anscheinend was nicht. Und wir sind jetzt anscheinend Cordy, die Feuer schießen kann in alle Richtungen. Sie kann rollen und kann mit Q hier eine Safttüte trinken. Und mit R weiß ich nicht, was sie kann. Das sieht aus wie Zigaretten, aber ich hoffe doch, das sind keine Zigaretten. Kaugummis. Auf R hat sie Kaugummis. Und ja, wir können rollen. Und sind Cordy. Wir sind ein Mädchen. Hallo. Oh, die guckt alle in alle Richtungen ganz lustig. Die sieht nicht glücklich aus. Und jetzt sind wir hier auf dieser Ebene und müssen hier uns jetzt überall durchkämpfen. Und das sieht schon mal gar nicht gut aus. Oh, oh, wir sind eingesperrt. Okay, die verschwinden nach einer Weile. Okay, ich kann hier durch. Dann einmal hier dran vorbeirollen und dann beschießen wir unsere Mitschülerin, die wahrscheinlich gar nicht mal meine Mitschülerin... Okay, ich habe schon Schaden bekommen. Oh, und hier sind überall Tesla-Spulen. Warum auch immer. Ach, ist wohl ein Physikraum. So, oh, ein Critical Strike. Ich kann kritten. Ja, interessant. So, der ist auch tot. Ich hoffe doch, dass diese Gemälde aufhören zu böse zu sein, sobald sie, sobald alles im Raum kaputt ist. Das ist wie ein Isaac. Oh, und da unten liegt Geld, oder? Sehe ich das richtig? Unter der Tesla-Spule? Warte, warten wir einmal ab. Zack! Oh, wir haben Geld. Heißt, wenn es Geld gibt, gibt es auch einen Shop, wo wir alles erwerben können. Und da oben ist unsere letzte ehemalige Schülerin. Und ich mag den Stil ein bisschen eigentlich recht gerne. Oh. You mean that girl over there? No, like by someone omino... Like God? Okay, keine Ahnung, da unten wird geredet zwischen den Tischen. Kommt raus, ich bin doch eure Mitschülerin, die noch nie ein Wort mit euch geredet hat, aber das ist ja egal. Ich mag den Artstyle, so ein bisschen wie in... Don't Starve. Oh, oh nee, Tesla-Spule. Achtung, Maudado, Achtung. Ein Raum nach oben. Töten wir weiter Schüler. Und auf Tabulator hier haben wir im Raum die Karte. Haben wir die Karte, die können wir jederzeit ausblenden und wieder einblenden. Ich lasse sie mal eingeblenden, sie stört ja nicht so groß. Ist halt einfach die Karte mit noch im Bild und wir haben dann noch eine Safttüte gefunden. Mit der können wir uns heilen. Auf Q. Heißt, wir haben immer wieder Heilung. Und wir verlieren ja auch nur AP, wir haben keine Herzen oder so. Ferdinand? Oh, that's cool. Meine Scratch Skull... Ach, mein Englisch ist zu schlecht dafür. Tut mir leid, Leute. Aber ihr könnt es ja selbst durchlesen. Hier wird geflüstert die ganze Zeit. Anscheinend sind nicht alle tot. Das können wir nicht aufsammeln, weil wir 3 von 3 haben. Gehen wir weiter hoch. Gehen wir weiter hoch. Hallo. Die Dinger habe ich schon gesehen, bei dem Mal, wo ich es angespielt habe. Die kann man nicht besiegen. Die rollen halt einfach rum. Heißt, es ist, ja, sind einfach Gegner, die man nicht besiegen kann. Den muss man ausweichen. Haben wir sonst noch was? Oh, The Money haben wir da oben rumliegen. Oh, nee. Okay, und die ziehen uns 6 AP ab. Naja, wir haben ja noch die 3 Saftkartons. Diese Dinger. Das sind auch Saftpäckchen. Heißen die so? Ja! Oh, dran vorbeigerollt. Ach nein, da hat sie mich erwischt. Ich muss sagen, die Rolle finde ich ganz cool. Okay. Ich glaube, es ist ein Verkaufsautomat. Oder ein böses Ungeheuer. Ja, wir können hier kaufen. Und 10 Geld. Was kann man sich hier kaufen? Die Juice Box kann man sich kaufen. Davon haben wir ja genügend. Empower Juice Box. Please do not consume chemicals that would. Okay. Potato Battery. Creates a protect slowing field. Was haben wir hier noch?
juice box now also deal damage to all enemies, wenn ich die trinke. Okay. 6 kill in a row without missing grants. 20% more crit. Also können wir hier so Upgrades kaufen. Das heißt, wir finden wahrscheinlich auch Upgrades. Ich gehe hier mal raus, weil ich habe 10 Geld. Wenn ich noch mehr Geld finde, dann kann ich vielleicht was Cooles kaufen. Oh, ich kann hier ja durch. Ja, da hätte ich aber auch ganze Zeit Schaden zu sparen können. So, testen wir mal. Okay, es hält uns 20. Jetzt können wir die hier aufsammeln. Oh, Achtung, Tesla-Spule. Und dann gehen wir in den Raum da nach unten. Oh, die Tür sieht anders aus. Und wir haben anscheinend einen Boss. Okay, hier sind Wolken. Was muss ich machen? Einfach ausweichen? Muss ich die Bilder anschießen? Hallo? Oh, oh. Hallo? Hallo? Ah, da, da. Oh, die sieht aber nicht gesund aus, muss ich sagen. Okay, wir rennen einfach mal außen rum. Okay, da lief nicht so gut. Aber wir haben ja noch Saftflaschen, Saftkartons im Notfall. Oh, oh, oh. Okay. Oh. Okay, die Bilder haben auch aufgehört. Heißt, ich kann ein bisschen auf Abstand bleiben. Okay, es geht wieder weiter. Und erstmal eine Weile ausweichen. Okay, der Boss kann... Oh, die läuft ja durch die Bilder. Das habe ich mir letztes Mal gar nicht gesehen. War die schon davor da? Oder ist sie erst gerade eben dahin gekommen? Läuft die einmal im Kreis und dann geht's weiter mit ihr? Ja. Okay. Okay, das läuft gerade etwas zu gut, muss ich sagen. Oh, fast getroffen. Worden. Ah, finde ich ganz cool, den Bosskampf, muss ich sagen. Und die Musik ist auch sehr spooky. Passend zu Halloween und... F to complete the level. Das wollen wir noch nicht. Schauen wir uns erst alles an. Level up. 25% mehr Life. Bonus. Restore 2% Leben. When you pick up an... Was? Edgewood Token. Ach so, wahrscheinlich, wenn ich Geld aufsammle. Oder 20% mehr Move Speed. 20% Move Speed ist natürlich eigentlich richtig gut. Dadurch kann man besser ausweichen. Aber hier der Bonus, den finde ich irgendwie cool. Aber finde ich häufig Geld? Ich weiß ja nicht, wie häufig man Geld findet. Ach, ich würde mich gerne schnell bewegen, aber ich hätte auch gerne... Nehmen wir das Leben. Das Leben ist sicher. Mit dem Leben kommen wir jetzt sicher weiter. Ich nehme das nächste Mal den Movement Speed. Das ist halt die Frage, ist es zufällig, was für ein Upgrade man bekommt? Oder kriegt man auf der ersten Ebene immer dasselbe? Also vom Level her kriegt man beim ersten Level immer dasselbe. Okay, der ist rot. Und der hat auch eine Bossleiste, was zur Hölle. Und der macht Seifenblasen. Ach, ich mag keine Seifenblasen. Zumindest nicht deine. Deine Seifenblasen sind doof. Nein, war nicht so gemeint. Ah, doch, schon irgendwie. Ah! Komm. Nein, nein, nein. Vielleicht sollte ich erst die einfachen Gegner bekämpfen und dann den schweren. Dann würden mir die nicht die ganze Zeit in den Weg kommen. Okay, habe ich jetzt aber... Okay, komm. Machen wir den zuerst. Oh, oh. Okay. Das ist ein Item. Das ist ein Upgrade. F. Oh, ich mach. Warte, was? Mache ich jetzt mehr Schaden? Oh. Ich mach immer Crits, was zur Hölle? Wenn ich einmal Schaden im Raum nehme, mache ich dann immer Crits? Habe ich jetzt ein OP-Item gefunden? Habe ich es gewonnen? Oder hält es nur einen Raum lang? F to open. Okay, hier ist eine Kiste und ganz viele Tesla-Spulen. F nehmen. Nochmal mit F. Dadurch. On use. He made ghostly music. Oh, ich kann Musik machen. Warte, ging es da weiter? Nee, ich muss wieder zurück. Gehen wir nach oben und dann kommen wir in die nächste Ebene. Ach, die Musik finde ich gut, muss ich sagen. Oh, und 3 HP dazu bekommen. Okay, hat sich schon mal gelohnt. Jetzt haben wir... Wie viel Geld? Wollen wir nochmal zum Automat? Ich glaube, wir haben jetzt 12 Geld. Und für 12 Geld kann man sich, glaube ich, was kaufen. Und das ist eh ein Item, was man einmal benutzen kann. Oder immer, weil da ist keine Zahl dran. Wollen wir es einfach probieren? Oh Gott, oh nee. Okay, eins, was wir immer wieder benutzen können. Das war auf Cooldown. Na, was haben wir hier? Creates a Protic Slowing Field. Das hört sich an, als wäre es auch ein Item. Was ist das hier? Komm, nehmen wir einfach das. Wenn wir was trinken, dann kriegen alle Schaden. Das hört sich doch ganz gut an. So, gehen wir hier raus und in die nächste Ebene. Hört sich doch echt gut an. Oh, hier kommt man ja durch. Habe ich vergessen. Weiter nach unten. Oh Gott, was wurde denn hier gebraten? Das ist echt kein guter Zustand in hier in der Klasse. Mr. L hat mich irgendwie belogen. Aber habe ich doch Mr. L mal vertraut. Und dann lässt er uns gegenseitig töten. Oder war er doch nicht schuld? Die ganze Schule ist ausgedreht, durchgedreht. Oh, wir haben ein B bekommen. Wir haben 7 Minuten gebraucht für die ersten Ebene. 14 Enemies besiegt und 48 Schaden gemacht.
Oh gut, hört sich doch nicht so schlecht an. Okay, und jetzt können wir in die nächste Ebene gehen. Weiter oben ist der Küchenflur. Das ist das soziale Center von dem Haus, wo Schüler zusammen kochen. Ja, okay. Die Treppen sind mit Ranken und Scraps of Paper, Sickens und alles Mögliche verunstaltet. Was ist hier? Okay, nur der letzte Abschnitt verändert sich hier. Und Rewards kriegen wir hier 4 und da 6. Too big, Wilfy. Wir gehen jetzt in die Küche einfach. Wer sich das durchlesen will, kann es gerne, aber ich bin zu schlecht in Englisch, um es euch jetzt direkt zu übersetzen. Und deswegen entscheiden wir uns jetzt für... Warte, die Mechanical Claw Marks to your left. Komm, gehen wir einfach nach links. Hört sich einfach an und wir spielen das erste Mal. Heißt, einfach ist nicht unbedingt schlecht. Hallo? Was zur Hölle? War das eine Erinnerung? Und warum mache ich immer noch so viel Schaden? Wenn ich mehr als 80 Leben habe, kritte ich anscheinend die ganze Zeit. Und da ich jetzt mehr als 80 Leben, 100 Leben insgesamt habe, ist es ja eigentlich richtig gut. Oh, oh, oh Gott, die wollen kochen. Ich will nicht kochen. Ich bin gegen Kochen. Okay, ich kritte immer noch. Ich möchte nicht zu wenig Leben haben, dass ich immer noch weiter kritte. Okay, Feuer verfolgt mich hier auch. Oh ne, haben wir uns treffen lassen. Nein, 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 noch ein Treffer und wir haben die... Was zur Hölle hat er viel Leben? Warum hat er so viel Leben? Okay, kriegen wir immer noch? Ne, wir sind unter 80. Doch. Ne, wenn wir unter 80... Hä? Wir machen ja noch mehr. Was zur Hölle? Pick up. Was machst du? Achso, das tauschen wir aus. Und use call for Evian. Warte, benutzen wir einfach im nächsten Raum. Oh, danke schön. Der Typ rennt immer irgendwo anders hin. Okay, wenn wir wenig Leben haben, kriegen wir gerade... Oh, ne, habe ich nicht drauf aufgepasst. Ich glaube, dann trinke ich auch nichts, wenn wir jetzt hier 300 Crits machen. Hallo, komm her. Du hast nie mit mir geredet. Ah, ich habe nie mit dir geredet, aber trotzdem. Du musst sterben. Oh, Tabulator. Hier geht's nicht weiter. Und hier... Warte, kann ich den Ofen noch kaputt machen? Ne, anscheinend nicht. Ist wieder hier hingelaufen. Ach, ich will aber den Teddybären erstmal wieder benutzen. Hier, F. Nutz mir den mal. Habe ich ja nicht ausprobiert. Wobei das Dunkelwerden, glaube ich, auch ganz unpraktisch sein kann. So, warte, E. Oh, das macht aber... Da kann ich den Schaden ein bisschen besser kontrollieren. Beim anderen kamen einfach Geister von überall. Oh, und wir haben Level Up. Attack Speed, Base Movement Speed. Ach, das sind wahrscheinlich dann so Zweige. Jetzt kann ich mir entscheiden. Hier, ich greife schneller an oder ich bewege mich schneller. Textspeed wäre natürlich richtig krass, aber ich will nicht schneller bewegen. Das ist schneller bewegen hilft, glaube ich, beim Überleben. Tabulator. Okay, oben wäre der Boss. Wollen wir einfach einen Boss machen? Oh, Mechaniker. Oh, mechanischer Drache. Das ist ja richtig. Oh Gott! Eis! Oh, okay. Okay, wir können uns hier hinten dran verstecken. Das ist cool. So, und da oben kann ich das kaputt machen. Okay, der... Oh je. Schwebt jetzt hier lang. Oh, der Boss. Den finde ich jetzt auch wieder cool, muss ich sagen. Also die Bosse haben mich bis jetzt überzeugt in dem Spiel. Naja, die zwei. Ach, das Spiel könnte ich sogar häufiger spielen. Oh, ist wieder explodiert. Auch wenn ich wahrscheinlich gerade richtig krass OP bin, weil ich so viel kritte, oder ist es normal? Alles ist bei mir critical. Warte, dann zerspringt das jetzt wieder. Oh, nee. Ach, das Kleine zerspringt immer. Oh, Achtung. Ach, der macht das aber immer falsch. Daraus hätte er eigentlich lernen sollen, dass er mich damit nicht angreifen sollte und da lieber stattdessen das andere einfach machen. Okay, der hintere explodiert jetzt. Perfekt. Jetzt mache ich es richtig rum. Ah, bitte nicht. Und jetzt hier hinten dran rollen. Achtung, Explosion. Oh. Okay, nur zweimal treffen. Komm. Ah, naja, der Schluss. Ah, jetzt kann ich ihn gleich treffen. Okay, wir haben ihn. Oh, ich habe irgendwas zum Readen. Ah, ich kann über den Drachen was lesen. Ah, ist leider... Wie gesagt, ich kann nicht so schnell Englisch lesen. Ich verstehe es dann schon, aber dauert ein bisschen. Deswegen werden wir... Oh, hier der Awakening, das hier, der Dragon... Und die hier. Den hier, den hatte ich bei der ersten Ebene, die ich durchgespielt habe. So.
Den Boss treffen wir ja eventuell auch noch. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es pro Ebene mal verschiedene Bosse. Okay, dann schreib wieder weiter. Was ist denn das? Kann einfach die Wände. Was ist das für ein Raum? Ist es der Raum, wo die Kiste drin ist? Also wo das Item drin ist? Ich weiß es nicht. Oh, Geld aufgesammelt und habe hier wieder bekommen. Oh, wieder Geld aufgesammelt. Also Geld verloren haben wir ja noch nie aufgesammelt. Oh, ich hoffe nicht, dass es die Maus aufgenommen hat. Und ja, wäre das ein bisschen doof. Okay, Schleime. Die kann ich nicht in der Luft treffen. Wenn sie in der Luft sind, dann sind sie nicht treffbar. Hä? Ich habe da drauf geschossen und ist irgendwas passiert. Warte. Ach, mache ich denen dann Schaden? Kann ich so Flächenschaden erzeugen? Oh, das ist aber cool. Er ist hier weiter runtergelaufen. Okay, und hier. Oh, 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 oh. Oh, nee, der Raum gefällt mir ja nicht. Erstmal essen. Oh, oh, nein, nein, nein. Hier ist ja überall am Boden was. Überall ist was. Musst du los? Was? Auf dem Handy was? Ich werde eins haben. Also ich schaue gleich an. Ich nehme gerade das noch fertig auf. Wann müssen wir los? Okay, passt. So, meine Schwester war gerade da. Wir öffnen gleich die Kiste. Dafür locken wir erstmal das Feuer weg. Weil das will ich nicht bei der Kiste haben, wenn ich sie öffne. Kommt mal hier hoch. Nette Feuer. Oh, okay, sie haben sich resettet. Das ist meine Chance. Irgendwer. Was? Warte, gehen wir hier mal raus und lesen uns das durch. Unter C. Maximale Resistance broken after taking 100 damage. Was? Students feeling troubled. May visit the animal room for... Also in 20 Minuten muss ich weg. Dann fahre ich meine Schwester weg. Aber bis dahin können wir noch spielen. So, wollen wir mal wieder zurück. Wir haben die Ebene ja schon geschafft. Und wir nehmen es einfach mit. Wir sehen ja, was wir davon haben. Da haben wieder Leute geredet. Oh ne, ich bin falsch abgebogen. Falsch abgebogen. Ich weiß nicht, was dieser Geist zu tun hatte. Oder er hatte uns einfach zu der Kiste geführt. War das ein netter Typ? Anscheinend. So, haben wir wieder ein B bekommen. Okay, tot, tot, nicht tot. Da stehen wieder verschiedene Sachen. Hä? Kitchen Floor. Aber das im Kitchen Floor haben wir doch schon gesehen. Die Schritte sind leichter with rugs and scraps of paper. Das haben wir schon gelesen. Was ist das hier? Viel, viel Drawings, the Land Above. Warte, ich schau mir einfach nur auf die Titel. Was steht da? Cafeteria. Woundwards Cafeteria, Woundwards Cafeteria. Wollen wir den Totenkopf nehmen? Komm, wir probieren den Totenkopf, auch wenn das eventuell unser Tod ist. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Eventuell ist es ja nett. Vielleicht ist es ja gar nicht der Tod. Oh, warte, dann machen wir jetzt Folgendes. Oh, habe ich auch selbst Schaden? Oh, ich habe Resistance. Ich krieg weniger Schaden, oder wie? Ach, wenn mir mehr als 100 Schaden gemacht werden würde? Ich weiß es nicht. Okay, ich Critical Strike auf jeden Fall nicht mehr. Warum strike ich nicht mehr? Ich wollte kritten. Oder war das jetzt echt nur eine Ebene lang? Oder brauche ich mehr Leben? Komm, trinken wir es. Trinken wir. Nehmen das da nochmal. Und eventuell mache ich jetzt wieder mehr... Oh, Gottes Willen. Okay, vielleicht war die Ebene doch keine gute Idee. Die sind auf jeden Fall nicht glücklich. Da habe ich schon glücklichere Menschen gesehen. Okay, da wo die Schatten sind, kommen die runter. Und dann muss ich erst... Ach, ich muss erst einmal Schaden nehmen, um dann zu Critical Strikes zu machen, oder? Nee, am anderen Raum habe ich ja auch nicht... Oh, oh. Oder durch die Resistance jetzt? Dass ich das nicht mehr kann? Oh. Ach, die machen ja diesen Flächenschaden außenrum. Okay, haben wir geschafft. Das war eine Steiltür. Heißt, hier müsste eigentlich eine Kiste sein, oder? Oder nicht? Oh, oh, Unterleben. Unterleben sieht nicht gut aus, Leute. Immer weiter runterrollen, immer weiter runterrollen. Oh Gott, er ist rot. Rot war so ultra viel Leben, oder? Okay. Ich halte viel aus. Oder hat es das ersetzt? Kann ich auswählen, was ich nehme? Irgendwie in den Optionen? Warte, C. Nee, das Item ist weg. Perk. Lessons. Ich hatte keinen Unterricht. Habe ich das liegen lassen und nicht mitgenommen?
Oh, das wäre aber ärgerlich, muss ich sagen. Ah, jetzt kritte ich wieder. Ah, einmal gekrittet, das war Glück. Ach, hier sind überall jetzt Stalltüren. Oh, oh. Aber ich krieg weniger Schaden. Das hätte ich gerne gewusst, dass ich das austausche, weil ich hätte gerne mehr Schaden. Ich kann ja nicht über die Tische schießen, nee. Okay, der Raum ist echt anstrengend. Und ich würde auch gerne sehen, wie lange ich brauche für mein nächstes Level. Bin ich vergiftet? Oh ne, ich schieße falsch rum dadurch. Durch die grüne Wolke. Okay, der ist auch tot. Noch dich. Auch kaputt. Dann dich. Und... Oh, der hat Kekse verloren. Cookies. Delish. Okay. Oh, auf dem nächsten Flur level habe ich direkt. Heißt, ich will auf der Ebene hier auf jeden Fall noch ein Level up haben, bevor ich die nächste Ebene betrete. So, gehen wir hier runter. Was zur Hölle? Globusse. Ich glaube, ich spinnt. Oh, oh. Oh, die Resistenz ist echt gut. Warte, ich habe ja noch mein Dings. Warte. E. Ja, ich bin echt tanky. Ja, da unten war nichts, oder? Nee. Ah, hier unten konnte ich noch abbiegen, nach rechts. Aber ich hätte gern Level Up. Okay, ihr seid aber auch mal normaler aus. Jetzt habt ihr noch hier so eine Halskraus oder was? Okay, und der Movement Speed hilft mir richtig gut, weil ich glaube, ohne den wäre schon over mit uns. Aber ich frage mich echt, warum. Warum ich das eine Item nicht mehr habe. Okay, haben die Wolken das aufgehalten? Oh, Level Up. 5% mehr Damage. Plus 5 Damage. Juice Box permanent increase Damage by 2. Was? Jedes Mal, wenn ich eine Juice Box nehme. You can. Tokens. Was sind Tokens? Naja, ich nehme das hier. Jedes Mal, wenn ich eine Box nehme, dann kriege ich mehr Schaden. Wenn ich die trinke. Ist ja richtig krass. Das hört sich schon ziemlich OP an. Ich denke mal, man kann dann auch verschiedene Levelmöglichkeiten freischalten. Oh, dann töten wir gleich die Heilung. Ach, die Öfen sind nervig. Mit ihrem Feuer töten wir die hier. Jetzt bräuchte ich nur ein bisschen mehr Damage. Also, insgesamt gesehen. Mal habe ich das, was ich durchs Feuer verloren habe, gleich wieder gut gemacht. Muss ich nur ganz viel Saft trinken. Der macht mich stark. Schießen wir nach da drüben. Hui. Und da hoch. Oh, verdammt. Nein, 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 nicht Feuer, nicht Feuer. Bitte sei freundlich. Gehen wir nach rechts. Ach, ihr schon wieder. Ihr wart mir schon immer unsympathisch, auch damals, als ihr in den Unterricht die Stühle geworfen habt. Habe es ja schon immer gemacht. Aber war dafür hier Nachsitzen bekommen, das hat sie nicht interessiert. Stühle werfen war ihr einziges Ziel im Leben. Auch das Geld. Leben. Oh, oh, nicht ihr. Warte, kann ich hinter euch? Hui. Nee, ihr dreht euch mit mir um. Hui. Okay, ich krieg Schaden, wenn ich gegen die komme. Sollte ich vielleicht doch lassen. Ach, verdammt. Okay, aber oh, diesmal haben wir es mal geschafft, auszuweichen. Okay, nicht mehr. Gehen wir hoch. Nächste Ebene level ich instant ab. Oh, oh, ich stehe auf etwas. Oh, 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 oh. Zu weit vor. Ach, ich soll einfach nur überleben. Ach so, dann öffnet sich die Kiste erst. Ah ne, es ist alles einfach ausgegangen. Okay. Oh. Was? Leute? Wisst ihr, was es bedeutet, wenn ich die trinke? Ich mache mehr Schaden. Und ich habe jetzt eine E-Fähigkeit. Hä, wo ist meine E-Fähigkeit hin? Die einfach verschwunden ist. Ja gut, wenn die andere einfach verschwunden ist, nehme ich das wieder mit. Hat auf jeden Fall unsere Fruchtfläschchen aufgefüllt. Unser Leben ist dadurch jetzt auch wieder voll. Und wir machen jetzt 6 Schaden nochmal mehr. Einfach so, gratis. Warte, ist da unten der Boss? Oh, da war ich noch. Oh Gott. Oh Gott, das ist eine Pokémon. Dieser Kronleuchter.
Okay, immer ausweichen. Oh, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Oh Gott. Oh je, oh je. Ging zwar wenig Schaden, aber wir machen auch so wenig Schaden. Okay. Ich bin konzentriert, geht's. Aber man sieht schon, dass wir mehr Schaden machen. Weil vorhin waren wir noch im 80er-Bereich und jetzt sind wir ja schon weiter oben. Warte, was macht er? Er. Ach, dann kriege ich Wolken. Was machen die? Okay, die haben irgendwie die Projektile geblockt. So. Oh, ich habe keine Resistenz mehr. Gehen die Items nach einer Weile kaputt? Brauchen die sich ab? Ach so! Ach, das war gemeint. Wenn ich 100 Schaden nehme, dann verliere ich das Item wieder. Wenn ich 80 Schaden nehme, dann verliere ich das andere Item wieder. Ah! Ergibt Sinn. Warte, eh. Oh, ich habe ein Achievement bekommen. Oh, Tabulator. Haben wir alles auf der Ebene? Ja. F, to complete. Okay, waren wir nicht so gut. Sehe ich auch ein. Und jetzt sind wir schon beim Endboss. Nee, es geht noch weiter hoch. Oh, oh. Ah, und jetzt level ich instant auf. Plus 150 life. You lose 10% of remaining health. Oh, nee. Offensiv, Schalk, Attack, Double Damage. Schalk war die Rolle? Was heißt Schalk? Wenn ich auf die Gegner zurolle, dann mache ich mehr Schaden. Mache ich doppelten Schaden? Oh Gott, da oben im Schrank kommt irgendwas raus. Oh nein, Leute. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das ist mir zu viel hier. Oh oh. Ah, nee, da bin ich reingerollt. Und aus dem Schrank kommt wieder so ein Ding. Ach, von dem muss ich, glaube ich, nur wegrennen, oder? Ja, die verschwinden dann nachher beide, wenn ich an den Schrank nah rangehe. Das sind die hier aus Harry Potter, die Dinger. Oder muss ich den Schrank kaputt schießen? Nee, kann ich nicht. Dann stirbt du da unten mal. Ja, die Tür geht auf. Und wir rollen nach rechts. Wir haben echt viel Leben verloren. Ich sollte mein E-Item mehr benutzen. Hier, ich kann hier einfach... Hier, zack, zack, kaputt. Und das kostenlos. Und dann einmal den kaputt machen. Ach, du stehst echt nicht gut, muss man sagen. Ach, der klatscht immer Schwämme zusammen oder sowas. Ach, das macht mir das gar keinen Schaden. Ja gut, dann kann ich hier auch stehen bleiben. Doch, macht mir Schaden. Kann ich hier durch? Ja, hier kann ich durch. Okay, was bist du? F. Okay, ich glaube, meine Schussboxen wurden verbessert. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Schöne ist ja auch, ihr habt auch keine Ahnung. Das ist nicht wie bei Isaac, sondern ihr wisst auch einfach rein gar nichts. Ganz schön verrückt, muss ich sagen. Und ungewöhnlich. Haben die Zuschauer immer alles besser gewusst. Oder ich bin der Einzige einfach, der das Spiel nicht gekannt hat. Oh, eine Schussbox. Puh. 25 Leben, ja. Und mehr Schaden. Jetzt werden wir im 100er Bereich sein, oder? Ja. Cool. Und da hinten kriegen wir nochmal Leben für Geld. Okay, wir haben überall so kleine Geldeinkommen. Zusammen wir das was, sage ich euch. Zusammen schaffen wir das. Together we can. Was ich sagen muss... Die Gegnerabwechslung finde ich bis jetzt nicht so verrückt. Obwohl es geht. Jetzt haben wir halt sehr häufig diese Stuhltypen und die sind, ehrlich gesagt, nicht ganz so spannende Gegner, muss man sagen. Ich hätte sie gerne tot. So, dann noch die andere mit den Stühlen. Oh, da kommen wir aber nicht ran. Also ich muss erst die Wolkentypen kaputt machen. Aber ich glaube, die Wolkentypen kaputt machen ist auch einfacher. Oh, oh. Okay, oh ne, reingerollt. Bitte stirb. Oh oh, nicht durch die Wolke. Ah, unser Leben ist echt... Ah, habe ich vergessen. Ich kann ja die E benutzen. Oh oh. Critical. Unser Leben ist echt nicht so voll. Warte, da ging es ja nicht weiter, oder? Nee, war eine Sackgasse. Aber fürs erste Mal sind wir, glaube ich, ganz weit gekommen. Naja, wir sind ja noch nicht tot, Leute. Noch leben wir.
Okay. Mach mir erst die Wolkentypen kaputt. Ist echt einfacher. Oh. Oh, oh. Nach dahin. So, tot. Und dann nach rüben. Zack. Oh, oh. Nein. Ach, verdammt. Oh, nee. Hände. Hände. Oh, oh. Im Boden. Oh, das ist aber cool, muss ich sagen. Okay, hat uns erwischt. Verdammt. Oh, wir sind tot. Okay, Leute. Ich würde sagen, das ist dieses Spiel. Ich finde es ganz cool. Eventuell könnten wir das auch nochmal spielen. Da könnt ihr auch schreiben, was ihr von diesem Spiel haltet. In den Kommentaren, weil ich weiß nicht. Ich finde es ganz nett. Und dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank an Fisek, dass er mir das Spiel geschenkt hat. Hier können wir ja mal schon ein Upgrade schauen. Haben wir hier irgendwas freigeschalten? Oh, hier können wir nachschauen, was wir hier so haben. Hier, warte, das würde ich mir jetzt nochmal durchlesen. Das hier war das Verrückte. Ach, das zerbricht, wenn ich 80 Damage genommen habe. Und das zerbricht, wenn ich 100 Damage genommen habe. Ja gut, die anderen waren teilweise permanent, oder? Hier zum Beispiel, das ist permanent, das ist permanent. Ah, das war, das hier ist auf jeden Fall permanent. Und Statistik. Ach. Ja, bin ich jetzt dreimal gestorben. Zweimal vor der Aufnahme, einmal in der Aufnahme. Oh, die Tote vor der Aufnahme waren gewollt. Das eine Mal wollte ich es antesten, da wollte ich sterben, dass ich nicht weiterspiele. Und das zweite Mal bin ich reingegangen und die Aufnahme war ohne Mikrofon. Oh, ich habe 1 FPS, Leute. Cool, oder? So, gehen wir zurück. Hier haben wir mehr FPS. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und hier ist die Endcard. Das Spiel hat mir recht gut gefallen, muss ich sagen. Also eventuell spiele ich das nochmal. Aber was wir jetzt hier oben sehen, oben rechts, die Endergames von gestern Nacht, die kamen 2 Uhr morgens. Heißt, eventuell habt ihr die nicht gesehen. Ja, da rede ich einfach über die Folge davor, wo ich euch ausgefragt habe ein bisschen. Und unten drunter seht ihr ein Indie-Spiel, das habe ich auch gespielt. Das ist auch ein Roguelike, ein Indie-Roguelike, aber als Raumschiff. Und da ballert man sich durch die Gegend. Hat mir, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen wie das hier. Aber ja, könnte ja ganz, ganz spannend sein. Wer weiß, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, was ich noch sagen wollte zu den Endcards, habe ich das schon auf einem anderen Video gesagt. Ja, ein paar wurden mir schon eingeschickt, aber es wurden mir auch immer wieder Fragen geschickt. Die müssen Full HD sein. Also 1080 mal, hier, 1920 mal 1080 muss die Auflösung sein. Und die kleinen Fenster müssen 16 zu 9 sein. Wie groß sie sind, könnt ihr jetzt selbst entscheiden. So, dass es halt sinnvoll ist. Okay, und das war's. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Nacht und bis zum morgigen Video oder bis morgen. Ich weiß es nicht. Tschüss.